Hallöchen, heute ist mal wieder soweit. Endlich eine Bananenauszeit. Ich habe mir was überlegt, worüber ich heute mit dir sprechen will. Und zwar, dass man die Menschen lieben muss und nicht die Dinge. Die Menschen in deinem Leben, die sind sehr wichtig. Also, es ist, manchmal geht man einkaufen, weil man gefrustet ist oder man Langeweile hat. Und das gibt einem dann kurzfristig ein gutes Gefühl. Man freut sich dann eben kurz darüber. Ich habe mir irgendwas Nettes gekauft oder ich habe für irgendjemanden etwas Nettes gekauft. Und das ist aber eine sehr kurzfristige Freude, die man da hat. Und das verpufft, ja. Man hätte den Tag wahrscheinlich auch überlebt, wenn man jetzt nichts gekauft hätte. Viel wichtiger als die Dinge, die man kauft, sind einfach die Menschen im Leben. Begegnungen mit Menschen, die dauerhaft dein Leben bereichern. Also gemeinsame Erlebnisse. Du wirst dich später nicht an die Dinge erinnern, die du besessen hast, sondern an die Menschen, die du in deinem Leben kennengelernt hast und die dich begleitet haben. Denk mal drüber nach. An irgendeinem Geburtstag. Du erinnerst dich wahrscheinlich noch, was Witziges passiert ist mit deinen Freunden, aber vielleicht nicht mehr daran, was sie dir geschenkt haben. Ja, das war das klassische Beispiel. Ja, du wirst dich immer an die Menschen erinnern, die du geliebt hast oder die dir etwas bedeutet haben, vielleicht die Großeltern, die nicht mehr leben. Du erinnerst dich an die Situation mit ihnen und was das in deinem Herzen ausgelöst hat. Und die Menschen, die dich lieben und die dich wichtig finden, die spiegeln das, du findest die. Die Message ist eigentlich ganz einfach. Man muss mehr Zeit mit Menschen verbringen, die man mag und die einen auch mögen. Und zwar so, wie man ist. Und ich finde das auch ganz wichtig, mit offenen Karten zu spielen, gerade als Veganer zu sagen, so und so sieht's aus. Ich esse keine Tiere. Ich esse Bananen. Ja? Dann wirst du schon merken, wer da dein Freund ist. Und wer mit dir geht. Und versuche nicht deinen Frust, den du oft erleben wirst, wenn du vegan lebst, durch ein kurzfristiges Shopping-Highlight zu bekämpfen. Das wird dir nicht helfen. Genauso wie ich mag diese Fäden nicht an der Banane. Und genauso wie Frust essen. Das ist gefährlich. Und Frust entsteht eigentlich immer, eine Frusthandlung entsteht immer, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden. Und Frust erzeugt Aggression. Ich habe neulich ein Video gemacht über Aggressionen. Und warum ich aggressiv bin und ich bin gefrustet über verschiedene Sachen und das ist, weil ich nicht die richtigen Leute um mich habe. Das wird dir als Veganer immer so gehen. Du hast nicht die Leute, mit denen du dich austauschen kannst und du musst darüber nachdenken und dir dessen wieder bewusst werden. Sind wir wieder beim Bewusstsein?
Und wenn du kannst, wenn es dir möglich ist, dann such dir die richtigen Leute, die dein Mindset haben, die das gleiche denken wie du, die das vertreten, was dir auch wichtig ist. Und da entstehen dann sehr gute Freundschaften, die du am Ende deines Lebens immer noch schätzt und wertschätzt, wo du gern zurückdenkst, ja, klasse Zeit. Und such dir die Menschen. Wichtiger wie die Dinge, such dir die richtigen Menschen, nicht die richtigen Schuhe, okay? Also, denk mal drüber nach, schreib mir gerne einen Kommentar dazu und ich sag tschüss.